Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns auf 1000 PS. Wir sind heute wieder bei einem geilen Thema unterwegs. Es geht wieder um die Top 5 von 1000 PS, um meine persönlichen Nested Hills Top 5. Top 5, da sprechen wir über die besten Motorräder für ein bestimmtes Thema. Und das Thema vom letzten Mal, könnt ihr euch erinnern, die da dabei waren, das Thema vom letzten Mal war ja die Top Bikes unter 2000 Euro. Das hat mir irre taugt, das ist Feedback für euch, war echt gewaltig. Das sind super geile Beispiele von euch noch zurückkommen, was ihr für geile Motorräder gekriegt habt zum 2000er. Da waren CBR 600 zum Beispiel um 1500er, hat wer gepostet. Traumhafter Zustand, R1 hat es gegeben um 2000er. Also wirklich geiles Feedback. Freut mich echt, dass so viele Leute da draußen glücklich sind mit Motorrädern unter 2000er. Freut mich sehr. Heutige Thema ist was ganz was Wichtiges für Leute mit einem, also ja, kleinen Ego. Nein, also Leute, die einfach auf der Hausstrecke gern schnell unterwegs sind. Also für Leute, die auf der Hausstrecke einfach den Killer unter dem Hintern haben wollen. Heute sprechen wir von leistbaren Hausstrecken-Killer-Bikes. Leistbar für mich Bikes unter 5000, die schnellsten, leibendsten Motorradeln, die richtig anrauchen, unter 5000er. Das Problem ist jetzt das, wir haben bei den Motorrädern unter 5000, bei den sportlichen, wirklich eine riesige, riesige Auswahl. Und da geht es mir jetzt zum einen einmal quasi um die Laptime. Was für Laptime bringt man hin auf der Hausstrecke mit einem Motorrad? Aber für mich ist auch wichtig, sind die Motorräder verfügbar? Sind sie zuverlässig? Sind die realistisch auch beherrschbar da draußen? Das ist für mich so ein bisschen ein Entscheidungskriterium gewesen. Und wenn wir jetzt gleich einmal einsteigen in Platz 5, ist für mich ein ganz grandioses Beispiel. Das ist ein Motorrad, das irrsinnig universell einsetzbar ist. Das war ein Motorrad oder ist auch immer noch irrsinnig beliebt da draußen. Ein Motorrad aus Japan mit 4 Zylinder, 1000 Kubikzentimeter, 143 PS. Eckdaten lassen schon erahnen, das ist ein sehr, sehr sportliches Motorrad. Aber es war ein Motorrad, mit dem man auch auf Stilfsäure auch fahren kann und, und. Es gibt sinnvollerweise um 5000 Euro, Baujahr 2002 bis 2005 kann man sich noch leisten. Und da geht es um die Yamaha FZS 1000 Feser. Ganz, ganz geiles Motorrad, bin ich irrsinnig gerne gefahren. Sie haben ja damals schon die Japaner super, super sportliche Motorräder gebaut. Da waren sie ja damals noch alleine und führend, oder fast alleine, Ducati hat mitgehalten. Aber wenn dann quasi die Touren- oder Nakedbike-Applikationen daraus gemacht worden sind, waren das meistens müde Krieger und ziemliche Opfer. Die FZ1000 Feser war schon sehr, sehr nah dran an den Supersportlern, aber sie hat den Fehler nicht gehabt, dass der Motor zu aggressiv war, zu großes Loch gehabt hätte. Nein, der hat einen schönen Durchzug gehabt. Also für mich FZS1000 Feser ist auch jetzt unter allen Motorrädern, von denen ich jetzt spreche, das universellste Andrückermotorrad. Also ein super schnelles Motorrad, das aber auch wirklich im Alltag super funktioniert und super weite Strecken fahren kann. Also für mich der Universaltyp und Nippon Power 4 Zylinder 143 PS aus einem Aggregat, das ja in der R1 deutlich mehr geleistet hat. Das hält, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, wirklich lang, kann man super empfehlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, habe ich da schon die ersten Feedback-Meldungen. Ein paar Puzzle schicken wir die Leute. Ah, eine Frau sogar. Das gibt es ja nicht. Normalerweise schicken immer nur die Männer Puzzle. Möglicherweise liegt es an meinen Hemden. Diesmal sogar eine Frau im Puzzle. Hallo Mania zurück. Tschüss, das Puzzle gerne. Jetzt gehen wir weiter zum Platz 4. Platz 4 kommen wir zu einem ganz geilen Kandidaten. Nicht, weil ich patriotisch bin. Aber ein wesentlicher Teil dieses Motorrades kommt aus Österreich, nämlich der Motor. Nämlich das erste Nakedbike hier in unserer Top-5-Liste für die Killer-Bikes auf der Hausstrecke. Es ist ein Motorrad, was eigentlich aus Italien kommt, aber einen Motor aus Österreich hat. Es ist ein Motorrad, das früher mal 125 PS gehabt hat, dann mit einem Upgrade hat es gehabt 139 PS, zwei Zylinder, Power ohne Ende und erstmals auch mit leimendem Fahrwerk. Es ist die alte Tuono, die RS4000, die noch mit einem Zweizylinder, auch die schon war leimend. Die neue Tuono ist sowieso das Übergerät, aber auch damals die Zweizylinder Tuono ist gewaltig. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir eine gekauft, was waren das? Das ist ein 2004er, glaube ich, habe ich mal gekauft. Die habe ich dann dem Jimmy verkauft. Der Jimmy, mein Haberer, ist ewig damit gefahren, war urglücklich mit unendlich lauten Limitsch-Auspuffanlagen. War ein Drama ein bisschen. Was ich noch weiß, es war damals die Tuono ja das erste Nakedbike, was auch beim Chassis und beim Fahrwerk wirklich leimende Güte gehabt hat. Und mit dem Motorrad hast du echt mithalten können, auch mit den Supersportlern. Sie hat zwar jetzt weniger, nur 125 PS gehabt im Vergleich zu den 160 PS Gixxer-Geräte zum Beispiel,
Aber durch die aufrechte Sitzposition, durch den breiten Lenker und dadurch, dass das Chassis, Rahmen, Schwinge und auch die Federelemente so gut waren, ist das ein super, super geiles Motorrad. Und der Motor von Rotax hat immer gut funktioniert und deswegen auch einer der wenigen Italiener in dem Baujahrbereich, die ich auch ja, querbeet empfehle und für mich ganz ein würdiger Aspirant für den Platz 4 in unserer Top 5 Hausstrecken Killer Bikes. Schauen wir mal, wie Sie das seht da. Der Chris schreibt zum Beispiel drauf, wie sieht es aus mit der neueren FZ1 Phaser? Na, das Problem ist, die neue FZ1 Phaser ist zum einen einmal unter 5000er schon schwer zu kriegen und die neue FZ1 Phaser hat, finde ich, nicht so einen leibenden Motor gehabt wie die alte FZS Phaser. Also die hat mir ein bisschen besser taugt und die war auch schöner, universeller einsetzbar. Also das sage ich, die ältere Gewicht im Vorzug, die FZS 1000 Phaser, fulminanter Motor, fulminanter Komfort, fulminantes Handrückermotorrad und ein ganz toller 1000 Sasser. Hornet 900 hat einer geschrieben, ich muss sagen, Hornet 900 ist lieb, schafft es aber nicht in die Top 5 rein. Also jedes andere Bike, das ich jetzt aufzähle, brennt die Hornet 900 einfach her. Tolles Motorrad, Hornet 900, Honda-Qualität, ganz toll, 100.000 Kilometer problemlos, 110 PS hat es, glaube ich, ganz super, aber die Phaser 1000 brennt es fürchterlich her und die Tuono detto. Muss aber jetzt aber keinen Hornet 900-Fender unglücklich machen, ist jetzt ja trotzdem ein ganz ein tolles Motorrad. Grüße aus dem verschneiten Kärnten, gehen wir gerne zurück, hier haben bei uns noch 2 cm Schnee da draußen in Wiener Neustadt. Alexander Börner schreibt drauf, GSX 1400, auch ein tolles Motorrad, aber nicht schnell genug, weil es in Wechselkurven zu behäbig ist. Ganz tolles Motorrad, aber wenn ich auf der Hausstrecke Wechselkurven drin habe, fahrt man mit leichteren Motorrädern Kreise um die GSX 1400. Tut mir leid, mein Freund. Thomas Herget schreibt, für mich ist die Z1000 das Moped. Z1000, auch ein ganz tolles Motorrad, kann, glaube ich, aber in Summe mit den anderen Aspiranten, nicht aufzählen, nicht mithalten. Sie war in der Agilität nicht auf dem Niveau wie die anderen Aspiranten, die ich da jetzt da habe. Aber wenn ich jetzt machen würde, Top 10, glaube ich, bei den Top 10 wäre es dabei. Aber jetzt haben wir schon wieder lang gesprochen. Ja, da unten schreibt einer, S1000RR. Na sicher wäre ja S1000RR super Mörder-Killer-Gerät auf der Hausstrecke, aber man kriegt es halt um 5000er. Genauso knapp wird es wahrscheinlich besser werden mit einer Super Duke 990. Auch die sind um 5000er schon schwer zu kriegen. Aber da sind wir jetzt schon nah am Thema dran. Nächstes Motorrad, Platz 3. Ist ein Motorrad, wo ich sage, das geilste Vergasermodell, das man auch kaufen kann, muss, soll. Das war quasi das Ende der Vergaser, danach sind ja die Einspritzanlagen gekommen. Das war so geil abgestimmt. V2-Motor, 950 Kubikzentimeter. Leider, das einzige Manko an diesem Modell ist, ist irrsinnig begehrt in der Gebrauchbörse. Ich glaube, das ist Sekunden, nachdem es online gestellt wird. Diese Modelle sind immer vergriffen. Man kann sie nur kaufen, wenn man bei uns, aber auch bei anderen Gebrauchtbörsen, also bei uns im 1000 PS Marktplatz App heißt es Bikespion, das heißt, muss man unbedingt ein Bikespion aktivieren. Sobald ein anderer so einen Motor inseriert, muss man anrufen und kaufen. Die Rede ist von der KTM 99 Supermoto. KTM 99 Supermoto, ich schaue immer rein in unsere Gebrauchtbörse. Ich habe gesehen, es war jetzt gerade eine drinnen aus Oberösterreich. Ich glaube, die war genau einen Tag drin, dann war es wieder weg. Auch auf anderen Börsen habe ich geschaut, das sind Fahrzeuge, die sehr, sehr schnell vergriffen sind. Ich nehme es trotzdem rein in meine Top-5-Liste, weil es einfach so geil ist, weil es ein Motorrad ist, das damals mit dem Vergaser noch super, super funktioniert hat und ist für mich auch ein bisschen so eine Wertanlage. Also wenn man jetzt kauft, diese alte 59er mit dem Vergasermotor damals, ist es ein Motorrad, wo man in 20 Jahren noch irrsinnig gern damit fährt, wenn alle nur noch mit Euro 7 zugstoppelten Fahrzeugen herumfahren, wo alles elektronisch ist und pipapo, dann ist das ein Vergasermotorrad, knallhart, Gasgriff, Hinterrad, dazwischen zweimal Vergaser, strömt der Benzin in die hungrigen Zylinder und die durstigen Zylinder und da geht es einfach voll ab. Das Motorrad raucht gewaltig an am Hausberg, fährt wirklich leiwand, hat leider ein bisschen eine bummelige Optik vorne, aber lasst euch nicht täuschen, KTM 90 Supermoto, also 59 und auch die 90er, auch die Einspritzer, sind mörderhandliche Geräte. Und für mich ist der Motor, der Vergasermotor in der 59 auch die bessere Wahl als die erste Super Duke mit dem ersten Einspritzermotor, weil der hat, glaube ich, genau 100 Kilometer weit gereicht, der Tank. Der Tank leer, es war Wahnsinn, wie viel die geschluckt hat. Deswegen für mich in den Top 5 die 99 Supermoto die bessere Wahl, wenn man nur 5000er zur Verfügung hat, als die ersten Super Duke Modelle, wo die Einspritzung nicht so leimend war. Jetzt werden sich einige vielleicht fragen, schauen wir mal,
Supermotos. Wieso kommen da keine Supermotos in meine Top 5 Listen? Da muss ich alle Supermoto-Fans jetzt leider auf den Boden der Realität zurückholen. Der Grund, warum, ja, wenn Leute jetzt so Ausfahrten machen mit ihren Freunden, warum die Supermoto da manchmal der schnellste Bike in der Runde ist, liegt daran, wenn das Fahrniveau im Freundeskreis eher dürftig ist und niedrig und die fahren da halt mit irgendwelchen Killergeräten umeinander, dann tut sich der oder diejenige am leichtesten, die ein leichtes, handliches Fahrzeug hat. Wenn aber das Fahrniveau steigt und man da irgendwelche Typen mit dabei hat, die mit tausender Nippon-Bikes oder auch mit einer, es kommen dann noch andere Kandidaten, mit einer 150 PS-Raketen dabei sind, die den Speed fahren, die die Stabilität nutzen, einen hohen Kurvenspeed fahren können, dann können die einfach ein höheres Speedniveau gehen. Deswegen muss man das auch jetzt ein bisschen aufpassen. Für Leute, die nicht das hohe Fahrkönnen haben, die tun sich mit einer sehr, sehr leichten Maschine, mit 60 PS, 50 PS, 40 PS am Hausbike leichter und fühlen sich da schneller. Wenn es dann aber besser werden, dann natürlich können es die großen 1000 auch ausnutzen. Und deswegen fürchte ich fast, all diese Supermoto-Motorrad mit 40, 50 PS, die man kriegt unter 5000er, sind, wenn hochwertige Fahrer unterwegs sind, damit Opfer, wenn andere anrücken mit 100 PS Granaten. Die einzigen Supermotos, die mithalten könnten, sind noch zu teuer. Das sind die SMCR von KTM und die 701 Husqvarna. Die haben ja schon 70 PS. Die können natürlich dann in diversen Kurvenkombinationen mithalten. Wenn es weiter wird, fahren dann die 100 PS Geräte auch vorbei. Deswegen für mich KTM 99 Supermoto, die einzige Supermoto unter 5000er, die ich in so eine Killer Top-Liste mit reinnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, bitte erschlagt mich nicht, aber wie seht ihr das so? Die BMW HP2, fragt mich einer, ja, wenn man eine um 5000er kriegt, ist sicherlich auch ein geiles Gerät, egal ob es die HP2 Sport oder die HP2 Megamoto sind ganz geile Geräte, aber ich habe keine gefunden unter 5000er, vielleicht haben wir nicht gescheit geschaut, aber ja. Einer hat draufgeschrieben, Thomas Wechselbaumer, grüß dich, lange nicht gesehen. KTM 99 Supermoto gibt es sehr viel in der Steiermark, endgeiles Gerät, sehe ich genauso. So und jetzt, es gibt natürlich viele Aspiranten, wo ich mir nicht ganz sicher bin, also zum Beispiel ein GSR 600. GSR 600 ist ein ganz tolles Motorrad, wo aber dann doch, glaube ich, am Ende ein bisschen ein Hauch von Leistung noch fehlt, wenn man es vergleicht mit einer FZS 1000 zum Beispiel. Duke 690 oder auch die SM 690 von KTM. Gut, wenn die Hausstrecke nicht so schnelle Radien hat. Bei den Supersportlern habe ich in den Top 5 jetzt zwei Geräte drin, die ich nicht nur deswegen genommen habe, weil sie sauschnell sind, sondern auch, weil sie eine geile Verfügbarkeit haben und weil man einfach eine schöne Auswahl hat und dadurch sich die Perlen rausbieten kann. Und da ist für mich auf Platz 2 die G6R 1000. Suzuki G6R 1000. Wahrscheinlich wird es oft ein K3 sein in der Preisklasse. Suzuki G6R 1000 ist ein Motorrad, wo man bei uns in der Marktplatz-App, ich habe vorher geschaut, immer 10, 20, 30 drinnen hat. Man muss nur aufpassen, wenn ich jetzt rede über Preise. Wir haben ja zu sehr aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Preisniveau ist überall anders. Teilweise kosten sie dann in Österreich, weil eine andere Steuersituation ist, ein bisschen mehr in der Schweiz, in Deutschland ein bisschen billiger. Aber G6R 1000 gibt es in allen Ländern, wo wir aktiv sind, unter 5000er, ganz tolle Auswahl. Ist ein super schnelles Motorrad, hat ein Fahrwerk, das für die Rennstrecke okay ist und auf der Landstraße absolut mördergeil. Saustark eigentlich, sauschnell. Da hat man eigentlich nur ein bisschen ein Problem, weil viele von diesen Baujahren, von denen wir jetzt sprechen, also wenn man jetzt 5000 Euro ausgeben will, sind viele schon ein bisschen verbastelt, sind Rennstreckenumbauten gewesen und so weiter. Und das ist natürlich die größte Gefahr, dass man da halt auf eine trifft, die schon Sturzschäden hat, wo Rahmen verzogen ist oder so. Aber ich sage, wenn mein Motorrad erwischt, wo das insgesamt möglichst einen originalgenauen Zustand hat, wo wenig herumgebastelt ist, wenig Nachbauteile draufgeschafft worden sind, dann ist es ein ganz gutes Indiz, dass da noch kein Sturz drauf war. Natürlich muss man sich das im Detail anschauen, weil die Motorräder gerne mal liegen. Aber wenn man da eine sturzfreie kriegt, ist das natürlich ein viel wichtigeres Kriterium, als wenn man da irgendwo im Motor herumstirlt, weil, das kann man so sagen, ein G6R 1000, dass das irgendwer so fährt, dass man das ständig in Begrenzer schiebt, ist eh selten der Fall. Also die Maschine raucht eh gewaltig an. Wer beschwert sich da über mein Hemd? Sieht man bestimmt keine Kotzflecken drauf. Ich weiß, ich kotze da eigentlich selten drauf, aber es ist ein leimendes Hemd. Ich möchte da jetzt nichts mehr hören über mein Hemd, Alter. Das ist wohl leimend gewiss. Mein Hemd ist leimend. Ja.
Die Fireblade oder ZX-10, muss ich sagen, die Fireblade, auch ein geiles Motorrad, aber ich glaube, in der Baujahrregion, in der 5000er Preisklasse, war damals noch die G6000 besser. Erst danach, bei den ein bisschen hochpreisigeren Motorrad, also ich sage mal, wenn man 6000 oder 7000 hat, dann sind die Fireblades auch in der gleichen Liga, also damals, wie dann die 1000er Fireblades gekommen sind. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat, hat man dann ein bisschen mehr Auswahl, dann kann man quasi auch die ZX-10 nehmen oder die Fireblade, die sind ja dann alle ungefähr auf einem Niveau. Wenn man nur 5000er hat, greift man zu Suzuki oder zum Platz 1. Ihr wisst schon, wer Platz 1 ist, bin mir sicher. Es ist ein Motorrad, was damals richtig gut verkauft worden ist, wo Tausende draußen unterwegs sind, wo ganz viele am Marktplatz auch verfügbar sind, die immer noch, finde ich, super geil ausschaut, wirklich leibend ausschaut. Und man kann auch tonnenweise Zubehör draufschauen und sie noch geiler machen. Im Prinzip von der Motorqualität her so hoch ist, dass das auch ewig hält. Aber wie der G6000 auch, viele von den Modellen sind ein bisschen verbastelt, muss man aufpassen. Die Rede ist natürlich vom absoluten Killergerät von der Yamaha 1. Yamaha R1, 5000 Euro, im Prinzip für die Landstraße absolut ausreichend. Die kann auch immer noch mit aktuellen Motorrädern mithalten. Man gibt nur 5000 aus und hat ein absolutes super geiles Motorrad. Man muss natürlich ein bisschen fahren können. Sowohl bei der Kixxer als auch bei der 1 und 5000er, da ist halt noch nichts mit ABS und Traktionskontrolle. Da muss man halt noch schauen, dass das passt. Aber wenn man es dann drauf hat, ist das um 5000 Euro ein absolutes Killergerät, das jedes aktuelle Motorrad im Griff hat, wenn der Fahrer ja, den Gasgriff im Griff hat. So meine Einschätzung zu der Sache. Der Andreas hat gerade draufgeschrieben, er glaubt, dass ZX-10 auch teilweise 2004er Baujahre um 5000er gibt. Okay, ist natürlich auch noch eine gute Alternative. Ich habe aber geschaut, die Auswahl an E1 und an G6Rs ist ein bisschen größer und dadurch habe ich einfach die Chance, mir besser die Rosinen rauszupicken. Es fragt jemand, was ist mit einer MT-07? MT-07 ist das beste Motorrad derzeit, was es neu mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Wenn ich ein neues Motorrad haben will oder ein gebrauchtes mit wenig Kilometern, bin ich um 5000 dabei. Ganz tolles Motorrad, aber natürlich kann sie nicht mithalten mit einer G6R1000. Selbst mit einer gebrauchten nicht. Muss man halt so sehen. Was ist mir noch wichtig zu sagen? Diese Preisklasse, also Motorräder bis 5000 Euro, ist halt leider oder zum Glück die absolut beliebteste Preisklasse bei uns in der Gebrauchtbörse. Und deswegen ist da das Preisniveau dann, teilweise wirkt es auch ein bisschen abstrus, wenn man sich dann anschaut, wie viel eigentlich noch verlangt wird für Motorräder mit ja, 1000 Kilometern drauf. Also Motorräder, sportliche Motorräder in dieser Preisklasse bis 5000 sind leider eigentlich sauteuer, weil es ja neu keine wirklichen Alternativen gibt. Weil die neuen Supersportler ja alle sauteuer sind. Deswegen sind diese Gebrauchten, egal ob 4, 5, 6, 7000 Euro, also diese Liga ist sehr hochpreisig eigentlich und sehr begehrt. Da hat man keinerlei Spielraum beim Handeln de facto. Man muss schnell sein. Man muss sich diese Notifications setzen, also diesen Bike-Spion bei uns in der Marktplatz-App aktivieren auf sein Traumgerät und muss dann schnell zugreifen, weil diese Motorräder sind heiß begehrt und es wird sich auch nicht ändern. Also sämtliche neuen sportlichen Motorräder sind sauteuer und die einzige Chance, um 5000er leiwand richtiges Killergerät zu kaufen, sind gebrauchte und die sind heiß begehrt. Der Steven schreibt gerade, Tuono oder doch RSVR. Also ich sage mal, in der Baujahrregion und für den Zweck, nämlich als Hausstreckenkiller, würde ich eher zur Tuono greifen. Also ich finde damals, bei diesen Baujahren hat mir die Tuono mehr gefallen, weil es wirklich diese Symbiose von Komfort, Handling und Leistung wirklich grandios rüberbracht hat. Und wenn ich einen Supersportler mir dann nehme, würde ich dann eher einen Japaner nehmen. Aber Nakedbike, wenn Nakedbike, dann Tuono, wenn Supersportler, dann Nippon Power. Wenn es um 5000 Euro Bikes geht. Tuning-Tipps haben wir noch ein bisschen angeschaut. Ich habe mir die Motorräder teilweise angeschaut, jetzt bei uns im Marktplatz. Ist mir gleich aufgefallen, sofort, was man da teilweise ändern muss. Also was mal ganz, ganz billig ist, was man immer machen muss wahrscheinlich, de facto, ist Fahrwerkservice. Die ganzen Typen, die solche Motorräder verhökern, haben wahrscheinlich noch das Service gemacht, Ölwechsel und so weiter, durchaus. Aber man sollte ja beim Fahrwerk Gabelöl alle 20.000 Kilometer wechseln. Da lege ich die Hand ins Feuer, Burschen und Mädels. Das haben diese Vorgänger von euch nicht gemacht. Das heißt, wenn ihr ein sportliches Motorrad kauft,
mit geilen Komponenten, dann müsst ihr bitte dann den Fahrwerkservice machen lassen, weil das wäre eine Schande, wenn so eine geile Gabel, die in einer Tonhof von damals oder auch in einer E1 drinsteckt, irgend so eine klebrige Dreckspampe drinnen hat, die nicht mehr funktioniert, weil das Gabelöl ja einer massiven mechanischen Belastung ausgesetzt ist und ja, sich dann unten dieser Schlampf, dieser Abrieb absetzt und dadurch teilweise ja die Funktion überhaupt nicht mehr so gegeben ist. Ein Gabelöl kostet vom Motorex-Weiß auswendig, ich glaube 15 bis 20 Euro der Liter. Also Materialkosten extrem gering. Es ist halt teilweise aufwendig, das Gabelöl zu wechseln. Das kann man fast in der Werkstatt machen lassen, außer man hat die Möglichkeit, daheim wirklich das Vorderrad zu entlasten und hat eine kleine Werkstatt daheim. Ansonsten für mich das Tuning-Tipp Nummer 1, bitte nicht irgendwelche Harakiri PS-Aktionen reinfüllen in das Motorrad. Macht es einfach mal auf Fahrwerkservice, das bringt schon mal einiges. Und was kostet ein Fahrwerkservice circa? Schreibt mir gerade einer, kann ich pauschal nicht sagen, hängt immer davon ab. Muss man gleich die Simmerringe mitmachen, braucht man Spezialwerkzeug für das jeweilige Modell. Ich würde sagen, wenn ihr das Fahrzeug kauft und da gehört ein Service gemacht, beim ersten Service einfach gleich das Fahrwerkservice mitmachen, dann ist es eh schon beim Händler, dann soll es kosten 150, 200 Euro mehr. Und dann hat man aber ein so viel geileres Motorrad nachher, weil es sicher vorher schon ewig nicht gemacht worden ist und dann spürt man das wirklich. Detto, weiß ich schon, Matthias Thienberger, Gabelservice ist nicht nur Öl, es sind auch ein paar Kleinteile natürlich und es ist natürlich die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist das, was das Gabelservice natürlich teuer macht. Was ist noch wichtig, ein Tuning-Tipp? Tuning-Tipp bei Motorrädern in dieser Preisklasse ist für mich auch das Thema Reifen. Teilweise sind diese Motorräder so, dass die dann teilweise schon ewig in Garagen rumstehen, manchmal, oder von Besitzern bewegt werden, die ein bisschen sparen müssen mit den Reifen, dann kaufen die diese Second-Liner-Reifen rauf. Das heißt, das ist nicht die ganz aktuelle Top-Ware, sondern die deutlich günstigeren Neues, die halt dann um 100 Euro weniger kosten. Ich sage, das kostet ein bisschen mehr, aber immer nur das absolute grandiose Top-Produkt draufschrauben, wenn ich ein performanceorientierter Fahrer bin. Und es sind für mich im Moment zwei Reifen. Das ist der Bridgestone S21, ist der Messler Sport AGM 7RR. Das heißt, auf allen fünf Motorrädern sind das Geileb Neues. Je besser das Fahrwerk ist, umso eher den S21. Je schlechter die Asphaltqualität ist und je schlechter die Asphaltgegebenheit, umso besser der Sport AGM 7RR. Und dann haben wir eine ganz große Freude mit dem Motorrad. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie das seht. Liege ich da richtig in meine Top 5? Das wäre mir jetzt natürlich wichtig, ob ich da ins Klo gegriffen habe, eurer Meinung nach. Ich liebe diese fünf Motorräder, die ich jetzt präsentiert habe. Ich finde, dass das wirklich ganz, ganz schnelle und tolle Motorräder sind. Gebt mir noch eure Kommentare dazu. Habt ihr diese Motorräder? Liege ich richtig? Oder habt ihr Alternativen, die ich vergessen habe? Postet es mal rein, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe. Habe ich auch wieder ein geiles Thema vorbereitet zu den 1000 PS Top 5. Danke fürs Mitmachen. Thank you.